geht ab, Freunde und Supporter? Euer Saub am Start für euch mit einer neuen Folge zu Spider-Man. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und auch an alle danke, die eine Spider-tastische Bewertung dagelassen haben, Freunde. Spider-tastisch oder Saubman-tastisch, was ist besser? Saubman, Spider-Man, warum nicht beides? Warum nicht beides, Freunde? Deswegen seid ihr hier an der richtigen Adresse. Wir machen weiter mit MJ hier im Universum. Im Universum? Peter im Museum, mein Gott. Ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Ja, und das kann man natürlich verstehen. Also wir kriegen schon nach und nach mit, in welcher Zeit wir spielen. Also in dem Sinne, was schon geschehen ist. Ja? MJ, Spider-Man, MJ und Peter waren schon zusammen. Sie weiß anscheinend auch, dass er Spider-Man war oder ist halt. Und ja, beziehungsweise das haben wir am Ende der letzten Folge gesehen. Simcaria, war das nicht in den Nachrichten? Aber das müssen wir uns ja erstmal, das müssen wir erstmal erfahren alles. Ja? Es gibt ja verschiedene Ansätze. Spider-Man Homecoming ist ja noch ganz jung. Ja? Ich weiß gar nicht, wie alt soll er da sein eigentlich in Spider-Man Homecoming? 15, 16? Da weiß ja keiner, wer er ist, außer sein Kumpel und natürlich die anderen Helden. Aber, ja, es gibt natürlich immer verschiedene Zeitebenen. Achso, manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Ja, ist doch cool. Macht doch Spaß. Wer hat da nicht Bock drauf? Oder? Sich verprügeln, das machen halt echte Kerle und Jungs. Dieses Bild man kloppt sich halt mal hier und da. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Zeigt zwei Neo-Wächter. Oh, ich finde allgemein diese alte Kultur mega geil. Auch mit den ganzen Zeichnungen, Rüstungen, Geschichten drumherum und so weiter. Dieses, ja, mega. Ich finde das super interessant. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Diese Wilson-Fisk-Ausstellung in Daredevil zum Beispiel, in der Marvel-Netflix-Serie, die fand ich auch geil. Ja? Die Ausstellung von Wilson-Fisk und allgemein die Darstellung von Kingpin in Daredevil war ja mega krass. Deswegen, wir werden auf jeden Fall sicherlich Kingpin in diesem Spiel auch nochmal sehen. Mal gucken, was er noch in petto hat für uns. Aber wie das war nicht alles. Das der Anfang war nicht alles. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir nur einmal den Kingpin kurz mal sehen, 20 Minuten, ihn verkloppen, er landet im Gefängnis, dann sehen wir den nie wieder im ganzen Spiel. Ich will es nicht hoffen, weil Kingpin sagen ist Sie, cool. Sie anfangen möchten. Klingt und gerade, wie gesagt, in der Daredevil-Serie mega geil geschauspielert auch von dem Typen. Ich habe den Namen natürlich jetzt nicht drauf, der hat ja früher auch bei, ja, hier, Full Metal Jacket gespielt und so. Geil. Also Daredevil für mich mit Punisher die beste Comic für mich. Eine Enthüllungsjournalistin der alten Schule. Sie gefällt mir. Ja. Daredevil mit Punisher die beste Comic-Serie. Ich habe auch nicht alle gesehen, davon mal abgesehen. Also kann ich nur die beurteilen, die ich gesehen habe. Und da haben die beiden mir schon extrem gut gefallen. Was ist eure Lieblings-Comic-Serie? Stimmt. Machen wir das zur Frage der Folge. Welche Comic-Serie findet ihr geil? Seid ihr auf Marvel-Seite oder seid ihr doch vielleicht sogar DC? Gotham finden ja so viele geil, Flash und so weiter. Gibt's ja sehr, sehr viele mittlerweile. Schreibt's mal gerne in die Kommentare, ich bin mal gespannt, was ihr so empfehlen könnt. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Na, sie wimmelt schon ab, so, wa? Sie will nicht groß drüber reden. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ist klar. Meinte, die ist unschuldig? Ich weiß ja nicht.
Ja. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservices. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Hm. Okay. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Die hat doch irgendwas zu verheimlichen, ey. Oder? Ich kann... Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Erledigt. Craig, ich rufe Sie zurück. Daniel Craig? Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Alter, ist sie unfreundlich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Aber kann ich auch schon ein bisschen verstehen bei diesen bohrenden Fragen von MJ. Aber wahrscheinlich sind die sogar berechtigt. Die hat doch irgendwas... Was hat die zu verheimlichen, ne? Die steckt doch mit drinne in der ganzen... In der ganzen Scheiße da mit Fisk. Erzähl mir doch nichts da hinten. Du steckst mit drinne. Hallo Craig, komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit? Er muss... So, wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen und sie fangen an zu untersuchen, sobald er alles kann. Umplan. Leise. Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wow, wow, wer wow, wow, ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Boah, wenn ich jetzt dahin gehe, sieht die mich das doch Fräulein Enthüllungsjournalistin. Ja, ich hab's gesehen, Spiel. Sieht die mich da nicht? Und danach werde ich ihm den Kopf abreißen. Ja, seht ihr, seht ihr? Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. So, jetzt muss ich hier hinter. Moment, was war... Ja. Oh mein Gott! Alter, hat die sich in dem Moment gedreht. Ja, ey, sorry. Sofort. Oh Mann. Warum bin ich immer so schlecht im Schleichen, Junge? Ach, oh, Alter, geiler Rücktrittsprung. Oh, ich hab eigentlich quasi nichts als verloren. Werde ich das außer meine Ehre vor euch. Festnehmen lassen. Die ist schon lange weg. Die ist eh schon lange weg. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Natürlich, Craig. Geht doch, ist doch eigentlich recht easy. Ich hab's nur mal kurz demonstriert, wie das ist. Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Was ist mit dem Bild los? Aber wie? Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Warum? Aber was ist denn hier anders? Warum ist denn das so gold, wenn ich diesen Modus, also diesen Sichtmodus aktiviere? Das sieht ganz komisch aus. Was haben wir denn hier noch? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Okay, merken wir uns das. Mund zu... Linker Arm unten, rechter Arm
weist nach vorne, die Handfläche. Vielleicht lässt sich das bewegen. Linker Arm unten. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Fast. Aber ein Teil fehlt. Irgendeine Waffe oder so? Aha, ja. Die habe ich schon mal gesehen. Das ist ja ganz cool, so dass wir mit MJ unterwegs sind und so eine kleine Rätsel-Schleichsachen haben. So ein bisschen Abwechslung. So geht das nicht. Passt. Ist aber nicht richtig. Untersuche die Statue. Warte mal kurz. Das ist aber nicht das Bild, was wir brauchen. Er hält etwas in der Hand. Ist die Hand vielleicht falsch? Ist der linke Arm vielleicht falsch ausgerichtet? Aber wir können ja jetzt nichts mehr machen. Ich kann ja das ja nicht mehr, oder? Kann ich das hier wieder ablegen? Vielleicht brauchen wir was anderes. Ja. Ah. Ah. Norman Osborn. Was? Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels? Was zum... Boah, die Masken sehen so geil aus. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin! 把文件找出来。 Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Jetzt sei doch nicht so. Ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Shindong! Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Boah, es ist dunkel hier. So? Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Okay. Genau hinter der Tür steht einer. Muss leise sein. Kommt er jetzt hier rumgelaufen? Ja, oder? Und mir nicht. Okay, alles klar. Okay.
Jetzt versuchen wir drauf zu landen, bitte, Spider-Man. Mach keinen Scheiß. Okay, super. Der ist eine Gefahr. Bitte! Bitte! Hey, ich sag doch sowas nicht. Oh, kommt der hier rum? Guckt der hier rum? Nee. Boah, wow, ich dachte, ich fall runter. So, den hol ich mir jetzt auch noch stealth-mäßig, Junge. Ah, geht doch. Langsam geht's doch. Nimm mal mit der Ruhe, Pete. Genau. Hallo. Lauf mal geradeaus. Er läuft geradeaus nicht weiter. Nochmal zurück, nach vorne? Nee, macht er nicht. Er macht's nicht. Nach vorne läuft er nicht. Er läuft nicht. Jetzt. Was ist denn los? Peter, jetzt macht er wieder so Faxen. Immer sagte. Immer irgendwie. So. Das waren alle. Nein! Lassen Sie mich gehen! MJ. Boah. Stopp! Nein. Versteck dich! Warum hat sie ihm eigentlich nicht die Akte einfach gegeben, weißt du? Echt uncool, die Geiselnahme. Oh, was ist das denn? Alter, was hat der für Fähigkeiten da? Oh, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt doch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Oh, nice Combo, ja. Boah, wie geil sieht es aus, wenn du das so ein bisschen Combo-mäßig abgehst, ey. Boah, sieht es geil aus. Okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Alter, die Animation, ey. Was ist das, Alter? Dunkle Energie, oder was? Okay, Bruder. Holy shit, Junge. Hey, hier lang. Ey, mein Hologramm hat gar nichts gebracht. Bei dem einen. Komm her mit deiner Knarre. Boah, die Animation vorhin gerade. Geile paar Moves gemacht, dann einfach von der Wand abgestoßen, den nächsten verdrescht, ey, geil. Ey, die Hologramme sind voll nice. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Tägliches Ausdauertraining absolviert. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Los, Spidey, nimm dir so eine Maske mit. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Ach, als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen. Petey, nice Petey, schnapp sie dir, Tiger. Okay, es war eine coole Mission. Komische Typen, sehr komische Typen. Vor allem diese dunkle Energie, oder was das war, ey. Nice. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut, die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Naja.
Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavius' Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie, wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Wie nice. Stan fucking Lee, Alter. Auch am Start einfach. Geil, Mann. Boah, wie viele Erfahrungspunkte. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Hermann Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Hermann ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettvorfall wieder in Rikers. Gut, allerdings... Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ja, alles cool, alles beim Alten, oder? So, allerdings endet natürlich die Folge hier an dieser Stelle, Freunde. Wir haben nochmal Stan Lee gesehen, richtig geiler Auftritt von ihm. Gut, Freunde, mega nice Mission. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber beim nächsten Mal, ihr habt schon gehört, Schocker ist abgeschlossen. Nein! Hört doch auf, ach komm, nächste Mal. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem, Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt, Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hans-Wurst Jameson und seine Schafherde, bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Bis bald. Ey, Peter fängt ja schon fast an zu flennen, wenn er mit dem Otto redet. Okay, Freunde, also wie gesagt, mega geile Mission fand ich auf jeden Fall. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall eine dicke Bewertung da für diese Folge und auch für mehr Spidey-Action hier auf eurem Lieblingskanal. Ich sag's einfach, so wie es ist, Freunde. Einer muss es aussprechen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.